Moin, moin Leute und willkommen zurück. Ja, es ist soweit, der neue Peinbringer ist da. Schauen uns den nochmal eben kurz an. Leider Gottes fehlen mir die epischen Perks, um die alle auf Legendär zu machen, sonst hätte das, also könnte ich das natürlich. Er ist mit anderen Stats gekommen. Das wäre meine ideale Stat-Vorstellung, wie ihr das machen sollt. Oder was ich für das Beste halte, das wäre kritische Trefferwertung, kritischer Schaden. Physisch, Schaden, kritischer Schaden. Das Element ist wie gesagt egal im Grunde, es liegt an euch, was ihr da gerne bevorzugt. Wir kommen mit einem neuen Perk oder ja. Jeder abgefeuerte Schuss erhöht den Schaden eine Sekunde lang um 1,8% und das bis zu 15 Mal. Also wir haben dann quasi fast 30% mehr Damage. So, ist das gut oder schlecht? Ich weiß es noch nicht, ich habe es noch nicht getestet. Das schauen wir uns aber gleich auf jeden Fall an. Wir sehen, ich habe erst nur blaue Perks soweit. Wir sehen SPS 90.000, Kopfschuss 13.000, kritische Treffchance 31,5, kritischer Schaden 230, Schussrate 6,75, Magazingröße 30, ohne irgend jetzt was reinzuskillen, kann man natürlich machen, wäre aber glaube ich meiner Meinung nach nicht geschickt oder schlau. Ja, zum Design her. Die Waffe ist eigentlich echt gemacht und Detail. Also wir sehen hier, im Magazin sind die Schienen, hier die Lokomotive, ja, mit den Rädern, der Glocke vorne, dann die Kohle hinten drin. Also man kann sagen, die Waffe ist Epic Games auf jeden Fall sehr gut gelungen, weil Detail ist da, sieht cool aus. Alles klar, ab geht's in die Map. Wir kommen zurück, Leute. Wir sind hier auf einer 100er Mission, 100er Map. Erstmal zu der Waffe nochmal an sich. Also wir sehen, wir haben mit der 96.000 SPS. Nicht komplett Legi geperkt, lediglich halt blau und ein Legi Perk. Aber wenn wir das mal vergleichen zu meinen anderen Waffen, ich suche jetzt in dem Spiel extra Sturmgewehre raus, also Donnerwetterbüchse hat 86.000. Ja, die hat ein bisschen mehr, aber die haut immer noch bessere Hits raus. Wir haben hier einen Drachengebrüll mit 59.000. Hammerzerstampfer mit 76.000. Lux ist halt dreimal auf Schaden, deswegen hat die 112. Da haben wir eine Phantom mit 75.000, ähnliches Kilo. Einziger Unterschied ist, dass Phantom bei der Magazingröße nicht auf Schaden geskillt werden kann, was bei der Einbringer geht. Haben wir hier nochmal eine Ranger mit 72, aber jetzt wird es interessant hier mit der Ratterer, denn die hat dieselbe Skillung wie die Peinbringer. Also man kann die zweimal auf kritische Schaden machen, einmal auf kritische Trefferwertung und auf Schaden. Ja, also skillungstechnisch sind diese zwei Waffen sehr nahe einander. Ja, unterscheidet sich in dem Sinne nichts. Außer die Munition. Bei der Peinbringer haben wir leichte, also kleine Muni. Bei der Ratterer mittlere Muni. Ja. Dann die Spectre haben wir hier mit... Wo ist die physische? Die mit 95.000, also hat noch einen Tick mehr. Hattenkönig, 84.000. Also ihr seht, ich sag mal ungeperkt, kann die mit bereits Full EG geperkten Waffen mithalten. Was schon mal gar nicht schlecht ist. Vom Design her, wie gesagt, wir sehen, also die Lokomotive, ihr seht ab und zu, wenn jetzt dann dampft die ein bisschen. Da war's. Ja, mit der Kohle und allem drum und dran. Mega cool. Der Schaden erhöht sich. Ihr müsst jetzt bedenken, wenn ihr einzeln tippst, also quasi wenn ihr jetzt so macht, ganz langsam tippst und eine Sekunde verstrichen ist, dann stackt ihr euren Schaden nicht hoch. Also der Schaden müsst ihr quasi jede Dauerfeuer. Ich sag's einfach kurz, Dauerfeuer müsst ihr. Wenn ihr Dauerfeuer macht, könnt ihr das bis zu 15 Mal stacken. Dadurch machen wir nochmal knapp 28% mehr Damage. In dieser Zeit, wenn das Magazin leer ist, resettet das natürlich und dann das ganze Spiel nochmal. Ist aber eigentlich ganz einfach, lässt sich einfach regeln und machen. Wir schauen uns jetzt einfach so von den Schadenszahlen her an. Wenn ich mal treffe. 24, 25, 57, die haben. Hexen nerven nur. Also ihr seht, 49, 54, 59,
auch. Ja, 61.000. Ich sag mal, je nach Mapwahl, und wenn ich jetzt einen Headhunter nehme für mehr Kopfschussschaden zum Beispiel, oder eine Rio, die nach jedem Nachladen quasi ein Crit hat, der erste Hit, mache ich wahrscheinlich mehr Schaden. Ich habe jetzt einfach mal den neuen Feldwebel genommen. Okay, normale Hits, ja, 15.000, nichts Besonderes, aber 10.000, 11.000, 36.000, 12.000, 30. Okay, das war in einem Element. Jetzt ohne Element. 21, 68, 76. Also ihr seht, physisch wie immer macht dann physisch halt mehr Schaden. Jetzt, wenn wir hier draufhalten, eigentlich recht flott down. Das dafür, dass das ein Element-Husk ist und Level 100, ist das doch eigentlich schnell, kann man so nennen. Hier unten holen wir uns jetzt eben Blaster oder einen Schweber, was auch immer da rauskommt. Schweber natürlich. Also ihr seht, der hat eigentlich so keine große Chance und geht ganz, ganz schnell down. Alles easy going. Bräuchte ich natürlich einen Smasher. Gucken auch, ob wir einen Smasher finden. Also irgendwie ist seit dem jetzigen Patch Robot verbuggt. Ich sehe das immer durchlaufen, aber dann läuft es irgendwie nicht durch. So, ihr habt jetzt gesehen, was das für einen Schaden bisher ungefähr macht. Jetzt werden wir uns natürlich mal das mit Kriegsschrei anschauen. Kriegsschrei gemacht. Zack. Er kassiert. Kann die Waffe also im Grunde mit den anderen mithalten, fragt ihr euch. Der Logo kann die das. Also vom Schaden her, wie gesagt, ist die von den Grundstats her auch besser wie die Nordmann. Die macht mehr Schaden pro Hit als die Nordmann, Grundstat-mäßig. Plus der neue Perk, der dabei ist, sorgt halt auch dafür, dass die mehr Schaden macht. Wenn dreimal Crit drauf haben und quasi einmal Schaden plus nochmal den Schaden durch 15 Schüsse in Folge, ist schon eine Menge Damage. Jetzt können wir natürlich, habe ich die Variante, die ich ja gerade drin habe, der Feldwebel, ist eine gute Wahl, kann man gerne spielen, ist aber nun nicht die beste Wahl für Sturmgewehre. Wir könnten hingehen und verschiedene Kombos testen, welche damit letztendlich am besten ist. Aber ihr seht, die Level 100er Husks sind eigentlich recht zügig down, ohne großes Wenn und Aber. Die ist sehr präzise, also ich muss eigentlich fast gar nicht runter aimen. Drück jetzt einfach nur auf die Schusstaste. Also ihr seht, eigentlich recht präzise. Ja, Power Recoil drin. Wenn ich ohne Zoom mache, sieht das schon wieder anders aus. Seht ihr, streut die mehr. Und beim Laufen ist, kann man vergessen, also da streut ihr, ihr seht ja links, rechts, zack, 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 alles verteilt. Aber nicht unbedingt da, wo euer Ziel ist. Ich finde hier einfach kein Zermalma, was irgendwie schade ist. Doch irgendwie. Ja, also die Waffe kann ich definitiv empfehlen. Kauft euch die im Shop. Ist definitiv eine gute Wahl. Wenn ihr Perks habt, würde ich die sogar direkt hochperken. Ist eigentlich, wie gesagt, macht ihr nichts falsch mit. Die geht schon gut ab. Ich hier kein Zermalma. Also normalerweise gehe ich extra in diese Wüstenmaps rein, um Waffen vorzustellen. Weil ich tatsächlich viele Smasher finde und Augenwinkel habe ich gerade da unten einen gesehen. Aber dass die hier jetzt so versteckt sind, ist sie blöd, macht ja nichts. Ich habe einen gefunden. Also, wir haben unser Ziel erreicht. Ach, fuck, geht hier nicht. Okay. Wie bei allen Waffen, selbst Waffen mit Durchschuss können da nicht durchschießen. Außer die neue Pistole. Testen es mal kurz. Ihr seht, die prallen alle ganz normal ab. Das heißt, um den zu töten, einzielen, treffen würde. Ja, Schockwelle geht leider bei dem Sack nicht. Oh. Ja, Schockwelle geht schon bei dem, aber der darf uns nicht angucken. Also quasi nicht das Schild vorne haben. So, jetzt kommen wir halt zum Smasher. Machen uns eine kleine Ebene. So. Holzmescherchen. So, also.
Wir schauen uns jetzt einfach mal die Hits an. 1464, 271, 74. Also 74 war jetzt so das höchste technisch, was ich jetzt gehabt habe. Jetzt nehmen wir mal uns mit Kriegsschrei. Also wir buffen uns jetzt hoch, sobald er sich umgedreht hat. So, zack, und jetzt schauen wir uns mal an. Na toll, Magazin leer, habe ich gar nicht drauf geachtet. Also, 84, 94, 87, 100.000. Also ihr seht, wenn ihr euch hochbufft mit Kriegsschrei oder einen Buff von euren Teammates bekommt, dann ist ja oft einer dabei, der das kann, dann haut ihr auf jeden Fall sehr krassen Schaden raus. Der Schaden abgesehen davon ist jetzt schon gut. Aber so ist das dann noch krasser. So. Ja, ich glaube, wir haben die Map soweit abgesucht. Ich finde jetzt gerade nichts anderes Großes mehr. Die Waffe, wie gesagt, definitive klare Kaufempfehlung von mir. Mit vollen Perks geht die noch besser ab wie jetzt. Ne? Ihr müsst 60, 70.000 und 100er Hits, Crits, müsst ihr ja so sehen. Die sind ja nur mit blauen Perks bei mir. Ja, wenn ich eine andere Waffe nehme wie Ratterer oder Schwan oder ich sag jetzt mal in Anführungszeichen die Nordmann, die haut halt zwischen 80 bis 100.000er Hits raus, aber mit vollen Legi Perks. Also wird diese Waffe definitiv die anderen Waffen ablösen. Meiner Meinung nach hat die das Potenzial zu quasi Top 2-3 Waffe. Müsste das mit der Ratterer testen, welche von den beiden besser ist. Aber Potenzial zu Top 2 bzw. 3 ist definitiv da von dieser Waffe aus. Und ja, eins ist für mich halt immer noch, wie gesagt, die Bundle Bus, also die Donnerwetterbüchse. Einfach der Burst, den die hat, ist unnormal und da kommt so kein Sturmgewehr dran. Ja, ich bedanke mich hier an der Stelle. Es kommt nachher noch ein Video zu dem Schwertchen. Hab ich mir auch schon jetzt freigespielt. Das hier, das Baum des Lichts. Ich muss halt gucken, ob ich nachher noch irgendwie ein paar Waffen-XP zusammenkriege, um die zu leveln. Ansonsten wird die halt ein bisschen kleiner vorgestellt. Die hat aber auch einen neuen Perk. Und ja, ich bedanke mich hier bei euch und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, bye bye.